Die FPÖ und der Bundespräsident. Eine Geschichte mit Ecken und Kanten, möchte man sagen. Erinnern wir uns nur an die letzte Bundespräsidentenwahl zurück und an die Stichwahl, wie knapp es denn dann doch im Endeffekt war zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen, unserem amtierenden Bundespräsidenten. Er hat ja bekannt gegeben, er wird sich auch wieder zur Wahl stellen 2022. Und es sieht ganz gut aus, als würde er wieder Bundespräsident werden, denn immerhin haben ja schon einmal die SPÖ und die ÖVP klargestellt, dass sie sicher keinen Kandidaten aufstellen werden, SPÖ und Neos wollen Alexander Van der Bellen sogar unterstützen. Ja, die einzige Partei, die definitiv einen Kandidaten aufstellen will, ist die FPÖ. Am Anfang waren ja Herbert Kickl und auch Susanne Fürst als Kandidaten ja, sozusagen im Gerede. Bei Herbert Kickl hat es dann geheißen, die Zahlen in den Umfragen schauen nicht so gut aus, also vielleicht doch eher Susanne Fürst. Die ist dann übrigens beim ÖVP-Untersuchungsausschuss, wo sie ein Statement abgegeben hat, gleich gefragt worden, wie sie es denn sieht, ob sie gerne antreten würde als Bundespräsident. Da hat sie die Frage verweigert und gemeint, darüber redet sie nur mit dem Obmann, also mit Herbert Kickl persönlich. Inzwischen ist herausgekommen, dass sie sich wohl nicht verheizen lassen will, denn gegen Alexander Van der Bellen antreten bedeutet eigentlich nur jene einsammeln, die gegen ihn sind, und das wird wahrscheinlich eher unter 50% sein, also demnach keine Chance, Bundespräsident zu werden gegen Alexander Van der Bellen für einen Kandidaten der FPÖ. Das will auf jeden Fall Herbert Kickl so nicht auf sich sitzen lassen. Er hat bei der Österreich-Tour jetzt sozusagen schon seinen Wahlkampf begonnen, obwohl er gar nicht klarstellt, ob er sich überhaupt als Kandidat aufstellen lassen will. Er betont da auf jeden Fall, dass der Kontakt zu den Menschen die große Stärke der FPÖ ist, und man sieht auch viele Postings von ihm mit möglichen Wählern auf Facebook und Instagram. Mal schauen, ob es Herbert Kickl tatsächlich wagt anzutreten. Fix ist, dass die FPÖ ihren Kandidaten möglichst spät aufstellen will. Einerseits aus taktischen Gründen, andererseits einfach aus Mangel an Kandidaten.